Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Bloody Bloody Nuzlockan auf der Route 214. Letzten Part habe ich einen Dick Dreh geholt als Reserve-Team-Mitglied und ich habe es nebenbei alle auf Level 49 trainiert. Es hat ein bisschen gedauert, aber es hat sich ausgezahlt, das Level. Vor allem, weil ich andauernd hin und her fahren musste zwischen Pokémon Center und ja, trainieren. Hat gedauert, ein paar Stunden, aber ich hatte ja Zeit, jo. Kein Ding. Und hier sind noch ein paar Trainer, oder? Habe ich die schon? Es gibt viele verschiedene Trainer mit vielen verschiedenen Pokémon. Je mehr du bekämpfst, desto besser fühlt sich der Pokédex. Da hat er recht. Und hier im Bleiblatin fühlt sich der ziemlich schnell. Und ich habe hier noch ein paar Trainer übrig gelassen. Bitte, ein kleines Kind wie du will mir etwas über Pokémon beibringen? Kommt drauf an, wie viel du weißt. Ich weiß auch ein bisschen was. Oh, sie hat 6 Pokémon. Oh, das wird jetzt lustig. Tim gegen Burma-Dame. Nicht so gut. Ich nehme Balchak lieber. Pflanze Käfer. Psychokinese. Das kann eine Psychoattacke, man lernt nie aus. Kreitschere. Sehr effektiv. Und Balchak geht richtig ab mit Kreuzschere. Das war richtig einfach zu trainieren hier. Beziehungsweise dort, wo es regnet, da gab es sehr viele Psych-Wasser-Pokémon. Okay, Mod Apple, Käferflug war das. Und nebenbei, ich habe Sherox Nachttipp erlernen lassen statt Schlitzer. Es hat die gleiche Stärke wie Schlitzer, nur es ist Unlicht. Und es hat auch die erhöhte Chance auf Volltreffer. Also, es ist für mich sogar besser. Wie Schlitzer. Nachthieb. Und oh, der haut auch rein. Der haut auch rein. Nachthieb. Das Gute ist, es ist Unlicht. Der Schlitzer, ja, normal ist halt zu nichts effektiv. Unlicht ist wenigstens zu etwas effektiv. Burmi. Ein. Ich glaube, das war Käfer. Bin nicht sicher. Kreuzschere. Okay, reiner Käfer. Trotzdem Einschlag und tot. Weiter geht's, Burma-Dame, welche diesmal, vor allem war es Pflanze, jetzt ist es Gestein. Interessant. Kreuzschere! Normal effektiv. Ich glaube, das ist Pflanze, Gestein, aber nee, warte. Oder? Bei Burma-Dame ist es ein bisschen immer anders. Und ich habe Balchak nebenbei Zerschneider beigebracht, statt diesen Spezialangriff da, der Sherox sowieso nicht braucht. Und ich werde dann ein Item holen. Oh, diese Burma-Dame müsste... verdammt. ich muss mir das genauer anschauen. Man sieht nicht jeden Tag Burma-Dame. Okay, nichts effektiv. Was ist das? Psychokinese? Käfer war nicht sehr effektiv. Das heißt, es ist kein Psycho. Und Licht ist auch nicht sehr effektiv. Anziehung, okay. Ich brauche jetzt ein weibliches Pokémon, sonst nervt die mir. Weiblich. Tim oder Selina. Hey, machen wir mal Selina. Du bist dran. Raichu! Crashflegel. Je weniger KP, desto mehr Schaden. Aber naja, puh. Kann vergessen. Lichtschild. Ups. Spezialverteidigung steigt. Crashflegel ist allerdings physisch. Ich habe es mal vorbereitet für den nächsten Gegner. Donnerblitz! Trifft oft, ziemlich oft mit Genauigkeit 100. Geht selten daneben. Außer es macht Doppelteam, dann wird's hart. Wer ist extra dran? Burmi! Oh, noch ein Burmi. Okay. Huch, wie sieht das aus? Das hat eine komische Farbgebung. Donner! Trifft sogar. Der ist tot, der ist tot, der ist tot! Burmi! Regina wurde besiegt. Oh, stimmt das? Ich wurde besiegt! Ja, das stimmt. Mit einer interessanten Teamkonstellation. Jetzt kommt Rexus raus. Hier. Yeah. Wer mit dir? Der nächste Trainer, bitte! In der dunklen Nacht hinein werden wir trainieren. Ich habe die Präsenz eines Trainers gespürt. Und das warst du! Präsenz? Das hat mir schon mal zu mir gesagt, ich habe eine Präsenz. Von der Kokowai. Oh, da habe ich Flug mal gar nicht so schlecht. Ich habe nur Flugattacken. Bohrschnabel, Fliegen. Im Moment muss ich jetzt mal kurz nachsehen.
glaube, Fliegen ist besser. Ja. Um 15. Plus Step. Ja, Fliegen ist besser. Fliegen! Flieg, flieg, flieg! Hat zwar nicht so hohe Genauigkeit, aber dafür stärker. Und die 10 Genauigkeit oder 5 nehme ich gerne in Kauf. Für 15 Angriff. Wow! Holzhammer! Nicht sehr effektiv. Pflanzenattacke ist aber ziemlich stark. Und macht Rückstoß auch noch, also hallo. Er setzt einen Hypertrank rein, das heißt, ich habe 2 Runden frei. Yeah, Bohrschnabel! Sehr effektiv. Oder Kova ist ein ziemlicher Tank, muss schon sagen. Da hält aus. Obwohl er nur ein Level über mir ist. Tja, ich dachte mir schon, ob ich Level 50 trainieren soll oder nicht. Oder naja. Hypno! Wow! Ein Psycho-Pokémon, das relativ gut ist. Fliegen! Es kann Hypnose und dann Nerven. Mit Traumfresser oder so. Zum Beispiel. Ist nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob das so tankig ist. Geht noch, geht noch. Psychokinese! Das ist so knapp. Oh, das war richtig knapp. Ich trau mich nicht. Psychokinese, wer ist da am besten? Pokefrag 84, du bist dran. Weil ich weiß nicht, ob Fliegen jetzt ausgereicht hätte. Das wäre jetzt eine Streitfrage gewesen. Wunschtraum. Er macht Kopfnuss, Chance auf Zurückschritt, weil er vor mir dran ist. Ah, verdammt, komm schon. Psychokinese! Ja, gut, das halt ich aus. Habe ich mir schon gedacht. So. Falls ich jetzt nicht zurückschrecke, fliegen. Das war klar. Okay, ich flieg. Und ich heile mich während dem Fliegen. Das ist auch eine geile Taktik. Ist mir mal so ganz spontan eingefallen beim Training. Fliegen hat Step plus Fähigkeit, dass der Angriff erhöht ist. Ah! Nicht dein Ernst, oder? Antikraft trifft immer. Psychokinese müsste Pokéfrag aushalten ohne Probleme. Zack, boom. Tschüss, Hypno. Hypno, Hypno. 883 von und nimmt. Oh, gut, dass ich. Moment. Käfergeist, Wunderwache. Feuer, Fliegen, Unlicht. Was gibt's denn noch? Nicht Gestein, oder? Auf jeden Fall muss man mit einer Attacke angreifen, die effektiv ist. Ansonsten kann man es vergessen. Das ist Ninja Tom. Wenn man noch mit Fokusgurt spielt, dann ist das richtig nervig. Dann hält er immer 2 Schläge aus. Da kann man machen, was man will. Es hat nämlich nur einen einzigen KP. Einen einzigen. Mehr braucht es auch nicht. Mit der Fähigkeit, die es hat, Wunderwache. Stellt euch vor, das wäre eine andere Typkombination. Dann wäre das ein bisschen krass. Auf jeden Fall. Ja, und alle AP verloren ist mir egal. Ich gehe einfach ins Pokémon Center. Ich muss sowieso zurück. Nicht zu besiegen ist unmöglich. Ich muss sowieso zurück, weil ich letztens vor 2 Parts einen Zerschneiderbaum nicht zerschneiden konnte, weil ich noch nicht Xerox im Team hatte. Aber jetzt habe ich sie im Team. Yeah! Danke, Nastlogran. Vielen, vielen Dank. Aber ich denke mir gerade, was ist, wenn ich Surfer brauche und gerade kein Pokémon mit Surfer habe? Da muss ich mir noch was ausdenken. Weil mit Absicht töten ist auch nicht gut. Das könnt ihr vergessen. Und nebenbei das Teamkamerateam hier links, das war letzten Part nicht da. Es ist interessant, wann das da ist, wann das nicht da ist. Okay, den Zerschneiderbaum habe ich nämlich in der letzten Route vor die vor Schleide vergessen. Nämlich im Westen, falls ihr euch erinnert. Noch nicht so lange her. Da war ein Zerschneiderbaum mit einem Item. Kraxler habe ich auch noch nicht, also kann ich das Item da unten auch noch nicht erreichen. Kraxler können ziemlich viele Pokémon. Nur das Problem ist, Kraxler ist eine Attacke, die ein bisschen ungenau ist für meine Verhältnisse. Okay, Donner ist auch nicht gerade gut, aber sonst. Und hier ist der Zerschneiderbaum, den ich meinte. Yeah. Und hier ist ein Item. Das ist TTM 34 Schockwelle. Okay. Vielleicht werde ich es mal brauchen. Vielleicht, man weiß ja nicht.
Pikachu bzw. Raichu erlernt sie nicht per Level Up. Das heißt, den darf ich schon mal nicht beibringen. Aber falls ich mal ein anderes Pokémon bekomme, dass die Attacke per Level Up erlernt, kann man schon mal gebrauchen. Ja, warum nicht? Eine gute Team, die immer trifft. Falls irgendein Gegner mal Doppelteam nervt oder sowas, ist die schon mal gut. Okay, weiter. Aufhören mit Reden und Labern. Weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Ich will vorbei. Dich habe ich jetzt schon. Und hier unten ist auch ein Item. Jetzt kommen die Items, aber wir haben es an der Meer. Und hier sieht's aus, als ging's rüber, aber naja. Man kann nicht alles haben, ne? Und da unten. Hi! Meiner Sammlungsliebe kämpfe ich auch mit Leuten, die ich nicht besiegen kann. So etwas zum Tun, Sammler nun mal. Sammler. Ich kenne einen aus Pokémon World Online, aber ja, naja, lass wir das. Oh, Blitzer! Da ist Raxus aber jetzt nicht so gut. Da nehme ich Tim, du bist dran. Gegen Blitzer ist Tim die erste Wahl, ist klar. Erdbeben! Rückzugrieb ist nicht sehr effektiv. Ich hätte so gelacht, wenn das mit Kraftreserve Wasser gekommen wäre oder so irgendein Spaß. Dann hätte ich ein Problem gehabt. Ein kleines, aber nur ein kleines. Blitzer tot. Einschlag K.O. Tim ist... Och, jetzt kommt's wirklich arg. Ne, sag jetzt bloß, der hat jetzt die vier Formen von Evoli. Nämlich jetzt Selina, ist doch klar. Elektros auf Wasser sehr effektiv. Biss. Chance auf Zurückschrecken, aber egal. Lichtschild. Falls mit Spezialattacken kommt. Biss. Ist eine physische Attacke leider. Okay. Donner. Geht daneben. Wasserring. Okay. Aber ich glaube, einmal Donner und das ist weg. Obwohl, Aquana hat sehr viele KP, muss man sagen. Ist doch einiges. Ist doch einiges. Was das Aquane aushält. Das ist sogar ein Raichu nicht gut genug. Na dann, tschüss, Aquana. Jetzt bist du tot. Aquana. 987 Erfahrungspunkte. Jetzt kommt ein Flamara. Lichtschild ist noch immer da. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Donner! Ruckzuckheb, okay. Dachte jetzt nicht, dass das eine. Oh, danke, dass du mich berührt hast. Was? Donner geht daneben. Sachen gibt's, hier gibt's gar nicht. Komm her, Tim, du bist wieder dran. Flamara setzt Feuerwirbel ein, das heißt, ich kann es nicht auswechseln. Das ist jetzt gemein. Erdbeben ist sehr effektiv auf Flamara. Tschüss. Oh, nebenbei, Tim kann Gesteinattacke in der neue. Walzer war mir zu riskant. Hat Tim bei Level 48 oder 49 gelernt. Och ne, jetzt kommt wirklich ein Volipurba. Nee. Shit. Kann ich auswechseln? Ja, boah. Ich dachte schon, Feuerwirbel ist noch immer da. Danke. Giga. Tim wäre so tot gewesen. Kreuzschere! Er macht einen Gigasauger Volipurba. Volipurba ist. Wow. Ich finde Glaziola besser. Kreuzschere und das hält das aus. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das verdient einen Respekt. Eine Kreuzschere mit Speed Step plus 2 Level aushalten? Das hat was. Die sind angefahren bei Druck drin. Du kannst stolz darauf sein. Das bin ich, Freundchen. Du kannst stolz auf dein Volipurba sein. Das hat eine Kreuzschere ausgehalten. Und das Item da oben nicht vergessen. Das ist eine Großwurzel. Verstärkt Pflanzenattacken. Nee. Verstärkt Attacke, die KP herstellen. Aber naja. Ein Item wieder mal, das ich nicht benutzen darf. Nach meinen Regeln. Die krank sind einfach. Hier findet man unter anderem Flamaras und andere Feuer-Pokémon. Flamara ist nur eins davon. Boah, Schnabel! Normal effektiv. Feuerwirbel. Oh, Raxus, pass auf!
Das waren 10 KP. Okay. Noch ein bisschen KP. Feuerwirbel ist eine nervige Attacke. Ziemlich nervig. So, ich weiß, kommt Flamara nur in der Nacht hier. Ich habe am Tag nämlich mal wieder trainiert. Da kamen ziemlich viele Mechagos. Und wie heißt das andere? Ach, egal. Gaxo hat wenig KP. Ich glaube, ich nehme Balchak doch raus. Gegen den nächsten Trainer, bitte. Geile Musik. Ich reise durch die ganze Welt auf der Suche nach mysteriösen Rätseln. Dann hoffe ich, dass dein Rätsel mysteriös genug ist. Er fängt an mit einem Hippopotas, unser Adelberto, wie es heißt. Und es entfacht einen Sandsturm. Hallo? Sonst geht's dir gut, oder? Eine Kreuzschere würde nicht töten. Eisenabwehr. Damit ich meine Verteidigung erhöhe. Hippopotas ist ein ziemlich gutes Pokémon. Also ich kann mich nicht beschweren. Beziehungsweise die Weiterentwicklung davon. Die ist auch krass. Nochmal Eisenabwehr zur Sicherheit. Dann habe ich eine plus 4 Verteidigung. Und die ist ziemlich stark jetzt. Erdbeben, ja, macht kaum Schaden, glaube ich mal. 10 KP, 12. Okay, jetzt Kreuzschere! Yeah! Hau das nieder, das Hippopotas. Okay, ist ein Two-Hit. Ja, ist ein ganz normaler Two-Hit. Geht noch. Und dann dauernd Erdbeben, das könnte problematisch werden auf Dauer, ja? Kreuzschere! Tschüss, Hippopotas. Und Level 50 für Balchak. Yeah! Plus 4 Verteidigung. Oh, das ist nice. Das ist richtig nice. Es kommt ein... Och, nee, die Weiterentwicklung. Hippoteros. Und auf... Geht's euch gut? Level 52? Was haben die Programmierer hier geraucht, sag mal? Ist ja nicht mehr normal. Na dann, wollen wir mal die Kreuzschere kommen. Ich glaube, der macht Erdbeben oder sowas. Oh, das wird ein 1... 4 Hit oder 5 Hit. Er macht Erdbeben. Ja, macht auch ein bisschen Schaden. Kreuzschere! Macht so viel Schaden wie geht. Macht er aber auch. Also, er macht keinen Zugschlecken hier. Gut, dass Erdbeben normal effektiv ist und Sandsturm macht Balchak keine Probleme hier. Kreuzschere! Und, ah, gut. Nicht mal Volltreffer. War ein normaler Treffer, interessant. Ich dachte, das wäre ein Volltreffer. Cool, noch eins! Ich will auf die Hit! Ja, und ich merke, ich muss leveln. Schon wieder. Obwohl ich auf Level 49 mich zu Tode trainiert habe, ja? Und nebenbei Balchak. Yeah! Was hast du für einen Angriff? 131. Gefällt mir. Na dann, auf zum nächsten Trainer, den ich hier noch vergessen habe, nämlich den da oben. Hi! Ein Trainer! Ich freue dich heraus, mit dem von mir gefundenen Pokémon zu kämpfen. Hast du die gerade eben gefunden oder ist es schon länger her, mein Freund? Otto, mit einem Rizeros. Tim gegen Rizeros. Beides Gestein-Boden-Pokémon. Erdbeben! Ich bin vorhin dran. Okay, obwohl ich 3 Level hinter ihm bin. 2. Egal. Beide sind langsam. Hammerarm. Okay. Jetzt die Frage, was ist besser? Erdbeben oder Hammerarm? Okay, beide machen sehr viel Schaden. Nur meine Attacke ist sehr effektiv. Hui. Und das noch mit 2 Level Unterschied. Das nennt man Hallo. Level 50 für Tim. Gefällt allen. Wow. Plus 4 Angriff, plus 4 Verteidigung, plus 4 auf KP. Kangama. Normal-Pokémon. Ei. Sieht man auch nicht jeden Tag. Das sieht man normalerweise nur in der, wie heißt das? What? Safari-Zone. Und der Spaß kann Wutanfall. Sonst geht's dir gut, oder?
Das ist eine Drachenattacke, die ziemlich stark ist. Nur das Problem ist, wenn man nach ein paar Runden ist man verwirrt. Komm, ja, das halte ich aus. Gut. Ist Erschöpfung verwirrt. Jetzt brauche ich auf jeden Fall Wunschtraum. Und er verletzt sich selbst. Bam! Das ist halt das Risiko an Wutunfall. Sonst wäre die Attacke ziemlich episch. Aber dafür kann man eine Beere benutzen. Damit sich die Verwirrung aufhebt. Das blüht man gerne. Und er macht Gegenschlag. Die Attacke wäre besser, wenn er nach mir drankommen würde. Aber sie ist jetzt schon stark genug. Risikodeckel und Todeskangama. Ich aber auch fast. Schade, ich dachte, es kommt noch Wunschtraum. Egal. Otto wurde besiegt. Es ist wirklich eine Herausforderung mit Pokémon zu gewinnen, die einem nicht bekannt sind. Ich kenne so ziemlich alle Pokémon aus der ersten 4 Generationen. Such dir eins aus. Oh, ich muss wieder zurück zum Pokémon Center. Das mache ich jetzt offscreen. Wir sehen uns gleich wieder hier. So, da bin ich wieder und ich habe Dark Bulb als erstes Teammitglied reingenommen. Da es unter anderem auch bei den anderen gelevelt gehört. Immer schön gleich leveln ist das Prinzip hier. Weiter geht's. Ich will hier weiter. Immer schön weiter. Hier habe ich jetzt alle Trainer durch, oder? Ja. Hat ordentlich Erfahrungspunkte gegeben. Und, Moment, da drin ist ein Item. Nee, oder? Wenn das ein Pokémon kommt, natürlich. Ist doch klar. Ein Hypno auf Level 45. Dark Bulpy, du weißt, was du tun hast. Drachenpuls. Nahkampf wäre nicht sehr effektiv, weil Kampf ist auf Psycho nicht sehr effektiv. Er macht Psycho Plus. Ich habe aber keine erhöhten Statuserwerte, mein Freund, ja. Und ich frage mich gerade, warum macht Drachenpuls so wenig Schaden? Das ist doch ein bisschen wenig, oder? Der Spezialangriff von Lucario ist mal gar nicht mal so schlecht eigentlich. Das ist normal effektiv. Egal. Tod ist tot. Und hier findet man sehr viele Psycho-Pokémon. Was im normalen Spiel nicht so ist. Und ich habe. Ich sollte nicht zum Fahrrad fahren. Oh, Mekago! Das ist ein guter One-Hit-Mate-Nahkampf! Mir egal, was ein Feuer-Pokémon ist. Pff. Egal, es ist Gestein auch noch dazu. Tschüss, Mekago! Du bist ein schöner One-Hit. Kann ich gut trainieren hier. Okay, hier findet man ein Purpurstück. Für was war das nochmal? Ich glaube für Move-Tutoren, aber ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Oh, was habe ich schon wieder alles mit, hey? Schutz, nein. Ah ja, hier. Ja, für Move-Tutoren ist das, glaube ich. Bin nicht ganz sicher. Auf jeden Fall geht's weiter. Dank. Oh, nice! Neues Gebiet! Jups. Ihr wisst, was das heißt. Das heißt, das erste Pokémon, das kommt, darf gefangen werden. Ich schau mal gerade, was ich für Pokébälle mit habe. 5? Wow! Okay, gut, dass ich nachgeschaut habe. Ich kaufe schnell Pokébälle. Man sieht sich gleich. So, schauen wir mal, was das erste Pokémon ist. Das erste Pokémon ist ein Ultrigaria. Hi. Ich hätte lieber ein anderes Pflanze-Pokémon, wenn schon Pflanze. Aber naja, man muss nehmen, was man kriegen kann. Nehmen, was du kriegen kannst. Und wow, das geht sogar mit Drachenattacke. Lucario, du bist gut zum Fangen. Super Ball! Yeah! 1, 2, 3, 4. Was? Doch nicht. Ich dachte, die Ultrigaria hat eine gute Fangrate. Anscheinend nicht so gut. Komm schon, noch ein super Ball, dann muss es rein. Dann muss es rein. Noch eine Attacke und das Ultrigaria ist tot, egal welche Attacke. Jo, Ultrigaria wurde gefangen. Yeah. Ein Pokémon, das wie eine Pflanze aussieht. Es hängt Beute, indem es giftige Puder darüber verteilt. Okay, Ultrigaria hat einen Spitznamen. Schau mal. Enemenemo und dran bist du. Du bist der Abonnent. Ups. Da kann ein bisschen dauern. Das geht sich eventuell sogar aus mit den Namen.
Ja, es geht sich aus. Nice. Du bist der Kampfapfel. Geiler Name. Okay, Kampfapfel ist ein Team und ich glaube, hier kommen sehr viele Pflanz-Pokémon. Also, Raxus mal raus hier. Bin jetzt nicht sicher, aber ich gehe mal davon aus. Was kommt jetzt? Ein Scaraborn. Da ist Flug sogar vierfach effektiv. Na dann. Bohrschnabel. Der ist sowas von tot. Kampfkäfer. Das Flug wirklich Oberhammer bei dieser Kombination. Raxus Level 50. Ich hätte lieber einen Scaraborn als erstes Pokémon. Oh ja, kann ich ja nicht aussuchen. Hier ist ein Hüpfball. Gratis auch noch. Und nächstes Pokémon-Kampf. Yeah. Och nee. Oh, Giflor, das hätte ich so gern. Na, hat nicht sein sollen. Ich finde Giflor nice. Ich mag's einfach. Och nee, oder? Es hält mit 4 Level Unterschied noch nie immer eine Flugattacke aus. Na, das nenne ich mal. Das ist krass. Giflor! Wenn man Giflor mit Schlafpuder spielt, dann hat man was schon mal. Okay, Bock gefragt, du bist dran. Raxus ist ja ein bisschen, naja, paralysiert. Ach, ich mag diesen Ort. Ah, hier sind ein paar Leute. Das Pokémon des Sees wird sich nicht zeigen, wenn es Menschen in der Nähe spürt. Da liegen wir hier versteckt auf der Lauer. Naja, so gut versteckt seid ihr auch wieder nicht, oder? Auch diesen Ort, ich weiß nicht, warum ich den nicht so gern mag. Ist nicht so meins. Was soll ich denn tun? Ich habe es nicht geschafft, meinen B-Schlüssel zu verlieren. Schon wieder. Die Leute dieser Ferienanlage werden nicht gerade entzückt sein. Ich bin mir sicher, dass ich noch also die Portion zum Flossen habe, ihn gehabt habe. Wenn ich das nur Itemrate hätte, würde ich ihn in der Hand umdrehen finden. Ah, Moment, da war hier irgendwo. Moment, das weiß ich auswendig noch. Hier war. Ja, hier ist er. Ha! Wo ist das irgendwo? Das weiß ich so genau auswendig. Ich brauche nicht mal das Itemrate auspacken. Ist zwar länger her, dass ich Platin gespielt habe, aber das weiß ich noch, weil da muss ich extra im Internet nachschauen dafür. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, den zu suchen. Ist einfach so. Und hier in dem Ort kommen einige Trainerkämpfe vor. Ja, Trainerkämpfe. Darauf könnt ihr euch freuen. Also Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss!